Herzlich willkommen zu den Teams News vom Juni 2023 für Führungskräfte und digitale Champions. Heute habe ich 5 Neuigkeiten für euch, die ja, es zu wissen gilt, von Teams-Telefonie über Neuigkeiten im Together-Mode bis hin zu der absoluten Zukunft im Metaverse ganz zum Schluss. Es lohnt sich also, bis zum Schluss dran zu bleiben. Update Nummer 1, zufällige Neuverteilung in Breakout Rooms. Gute Neuigkeiten für alle Online-Workshop-Veranstaltende, denn ihr kennt das sicher aus normalen Workshops face-to-face. Wir wollen eine zufällige Gruppeneinteilung machen, um an einem kleinen Thema zu arbeiten. Dann wollen wir eine weitere zufällige Gruppeneinteilung machen, dass andere Leute am selben Thema arbeiten. Das ist wirklich etwas, das man oft sieht. Jetzt im Online-Workshop via Teams war das nicht ganz so einfach. Die initiale zufällige Zuordnung zu den Breakout-Rooms, das geht schon länger oder schon lange. Jetzt kommt aber diese Umverteilung nochmals zufällig, die ist jetzt neu. Es gibt einen kleinen Knopf, den muss man kennen als Online-Workshop-Organisatorin oder Organisator. Ich empfehle euch, das auszuprobieren. Gut zu wissen für alle, die das brauchen. Update Nummer 2 ist ganz wichtig für alle Teams-Telefonie-Nutzerinnen und Nutzer. Zur Erinnerung, die Teams-Telefonie, die ist ja fähig, unsere Festnetzanrufe abgehend und ankommend über Teams zu nutzen. Und da war es eben so, dass man Abwesenheiten, also die Bandansage für Abwesenheiten, zum Beispiel, wir sind jetzt in Pfingsten, bitte rufen Sie montags wieder an, dass man die immer über den IT-Helpdesk, über den IT-Administrator wechseln musste, wenn man das wollte. Das hatte natürlich zur Folge, dass das ein größerer Aufwand war, wenn man die Bandansage wechseln wollte. Und das ist, ja, dann macht man es genau einmal und dann vielleicht typischerweise nicht mehr, außer es passiert etwas Größeres. Und das ist jetzt eben neu. Wir können nun den einzelnen Benutzern die Berechtigung geben, dass sie diese Bandansage selbst wechseln können. Das macht alles sehr viel einfacher, sehr viel schneller. Und ich glaube auch, dass in der Praxis dann die Leute eher mal eine personalisierte Ansage wechseln, als das bisher der Fall war. Eine gute Sache, gut zu wissen. Für alle, die übrigens die Teams-Telefonie näher anschauen wollen, denen empfehle ich dieses Video in 4 Schritten zur Teams-Telefonie. Ich verlinke euch das hier oben. Schaut doch da mal kurz rein. Update Nummer 3, Anpassungen im Together-Mode. Der Together-Mode, der bietet uns ja die Möglichkeit, die Teilnehmenden auf eine Schulbank darzustellen oder auf verschiedene andere Szenarien darzustellen und das etwas abwechslungsreicher zu gestalten, da diese Sicht. Nun, der Together-Mode, der kriegt jetzt ein rechtes Update. Wir sehen also neu auch den Namen eingeblendet unter der Person. Wir sehen das Mikrofon, ob stumm ist oder nicht stumm ist. Man sieht auch, wenn jemand die Hand erhebt, die digitale Hand erhebt, notabene. Also quasi, man sieht mehr jetzt in diesem Together-Mode als vorhin. Also es wird ungefähr so die Funktionalität, wie wenn das ein ganz normales Teams-Meeting war, wenn man unsere Leute da nebeneinander sitzen sieht. Gut zu wissen, vielleicht eine gute Chance, den Together-Mode wieder mal auszuprobieren. Update Nummer 4, ziemlich witzig. Man kann jetzt in Teams, in der Teams-Applikation, Offline-Meetings erstellen. Bisher war das so, dass man Meetings, die man im Teams-Kalender eingestellt hatte, die waren immer automatisch Teams-Online-Meeting. Man musste quasi in Outlook das Meeting erstellen, um ein Offline-Meeting, also ein Nicht-Teams-Meeting zu erstellen. Das ist jetzt Vergangenheit. Ab sofort kann man auch im Teams-Kalender Offline-Meetings machen. Es gibt so ein kleines Schalterchen da, das man umlegen kann und dann ist das ein Offline-Meeting, kein Online-Meeting. Link oder Ähnliches wird dann mitgeliefert. Gut zu wissen, ein kleiner Schritt oder ein weiterer Schritt dahingehend, dass Outlook oder dass der Kalender zu 100% ebenbürtig ist im Teams-Client. Update Nummer 5 ist ein Blick in die Zukunft. Es geht um Microsoft Mesh, ein großer Schritt nach vorne. Microsoft Mesh ist nämlich das Metaverse von Microsoft. Metaverse zur Erinnerung ist die Möglichkeit, uns im digitalen Raum, vielleicht mit der VR-Brille, vielleicht wisst ihr noch, ich habe ja noch einmal einen Eindruck in einem Metaverse gemacht. Ich verlinke euch das hier oben, dann könnt ihr euch da mal reinschauen. Aber jetzt geht es wirklich darum, dass Microsoft einen Schritt nach vorne macht. Es gibt ein privates Preview-Programm, in dem man die sich gegenseitig treffen kann in Online-Meetings, nicht nur mit den Avataren. Ich meine, sind wir ehrlich, die Avatare in einem Online-Meeting. Naja, das ist mehr Spielerei als irgendein Nutzen. Aber wenn die Avatare dann in einem digitalen
immersiven Raum sich gegenseitig treffen, dann ist das definitiv eine andere Liga. Ich spreche da aus Erfahrung, weil ich das, wie gesagt, schon mal gemacht habe. Und da ist jetzt das Private Preview-Programm aufgeschaltet. Das heißt, wir können uns jetzt im 3D-Raum mit der VR-Brille treffen untereinander. Und das ist meiner Meinung nach doch ein großer Schritt. Und wenn das bei Teams dann wirklich mal public wird, also quasi für alle verfügbar wird, dann glaube ich, könnte doch ein großer Schritt in Richtung Metaverse geschehen. Es ist noch nicht ganz so weit, also wir werden sicher da dranbleiben, aber es ist doch ein Zeichen, dass das doch näher ist, als ich vielleicht gedacht hätte. Ihr merkt es, ich freue mich auf das Metaverse in Teams. Wenn ihr euch auch freut, hinterlasst mir mal einen kleinen Kommentar hier unten. Und wenn ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, dann wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit. Ich freue mich drauf, wir sehen uns beim nächsten Mal.